Test, 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 Test. Jetzt. Oh Gott, Mann, ich sag dir, wenn du nicht echt vor jeder Aufnahme mal alles durchcheckst und dieses scheiß Mikrofon als wieder nicht will, furchtbar. Da stehst du dann da und denkst dir so, ich hab doch eingeschalten, warum nimmt's wieder nicht auf? So, warum nimmt's nicht auf? Warum nimmt's nicht auf? So, hier, ach, Gerätestandard hat sich wieder verschoben. Ach, wo bin ich denn? Wir wollen wieder zurück. So, wo sind wir denn? Hi Fans, willkommen zurück bei Railgrade. Es ist ein ziemlich diesiger Sonntagnachmittag. Jetzt ist, wir sind mit ein bisschen Verspätung. Ich habe jetzt wahrscheinlich, was weiß ich, wie wieder viele Minuten geschaut, warum das Mikrofon im ersten Versuch nicht aufgenommen hat. Egal, wir haben es geschafft. Irgendwie. Wie gesagt, es ist ein ziemlich trauriger Sonntag, ziemlich regnerisch, ziemlich dunkel, nicht besonders warm. Ich habe die Heizung an. Und ich habe mir gedacht, so, was soll ich einfach hier rumsitzen und wieder stupide irgendwelche Serien schauen? Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen weiter mit Railgrade. Wir haben nämlich noch, wenn wir die Weltkarte so anschauen, dann auch einige Dinge vor uns, die wir noch machen müssen. Und hier oben ist gar nichts. Könnte noch ein DLC hinkommen, so wie ich die Game Designer heutzutage einschätze. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter mit Region 19, Zeichen des Wandels. Und wir haben 1 Stunde 30. Oh, da wird wieder einiges auf uns zukommen. So. Lieber Yoshida, einige Leute haben böse Gerüchte über einen Verkauf der Kolonie gestreut. Sei beruhigt, wenn diese Gerüchte wahr wären, würde ich das wissen. Nakatani braucht dich und deine Kolonie. Konkret benötigt Nakatani 40 Ladungen neuer Neonschilder, die nur deine Kolonie liefern kann. Es gab einen Vorfall, in dem jemand den Gasdruck der Nakatani-Schilder stark erhöht hat, weil er dachte, dass ihr Neongasvorrat zur Neige geht. Ich habe es nicht gesehen, aber es soll eine tolle Lichtshow gewesen sein. Ich werde die verantwortliche Person aber nicht erniedrigen, indem ich ihren Namen nenne. Unabhängig davon habe ich dir mitzuteilen, dass Saito nicht mehr für dich verantwortlich ist. Angesichts unserer bisherigen Kommunikation und deiner vielversprechenden Fähigkeiten habe ich freiwillig die Position als dein neuer Vorgesetzter übernommen. Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit. Gemeinsam können wir einen großen Mehrwert für Nakatani schaffen. Jeff. Leiter für Liquidation und Veräußerung, Nakatani Chemicals. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns hier entgegenfliegt. Ah, sie ist Glasschmelze. Da hatte ich es doch neulich erst in einem... Ihr werdet natürlich entschuldigen, die anderen Aufnahmen sind schon ein bisschen Weile her. Da hatte ich es doch erst in einem... In einem anderen Video davon oder in einer anderen Aufnahme vor jetzt letzte Woche, dass ich noch gar kein Glas herstellen kann. 128 Neonschilder wollen die. Lass die Neonschildproduktion anlaufen. Nakatani Chemicals benötigt sofort Hilfe. Der vorhandene Bestand an Neonschildern wurde sabotiert. Ohne Neonschilder würde Nakatani in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Exportiere genug Neonschilder, um die Werbepräsenz von Nakatani wiederherzustellen. So. Und wir haben eine Stadt. Wir haben Wasser, das ist schon mal das Erste. Wir haben Quarzsand. Wir haben Öl. Noch mehr Öl. Couponshop. Neonschildfabrik. Neonschildfabrik. Habe ich denn eigentlich Glasschmelzer abgelegt? Können wir gleich mal kaufen. So, alles andere haben wir hier auch schon. So, und die Neon-Schildfabrik ist Level 3. Ich nehme mal an, die Neon-Schildfabrik kann ich nicht bauen derzeit, ne? Ne, ich kann nur die Neon-Raffinerie bauen und eine Bauteilefabrik, Möbelfabrik, Glasschmelze. Glas brauchen wir ja natürlich hier auch, deswegen habe ich ja hier Quarzsand. Und hier oben haben wir Erdwärme und noch mehr Wasser. Also das heißt, als allererstes brauche ich hier wieder Wasser und Energie. Und Energie würde ich am besten mit einem Ölkraftwerk machen, oder? Also lass mich noch mal kurz gucken. Jetzt muss ich bei, wir haben 1,5 Stunden Zeit. Wir haben 17.000 nur.
Wir brauchen ein Glas und ein Neongas für ein Neonschild. Und das Neonschild muss dann natürlich hier rüber transportiert werden zum Zeppelin-Dock. Das ist natürlich wieder herrlich, dass wir dann dafür so einen langen Weg haben, dass wir dann hier wieder irgendwie das Ganze hier rum transportieren müssen. Aber nimmt der auch was anderes als Neonschilder? Der nimmt im Prinzip wieder alles, ja. Okay, also. Und für die Glasschmelze brauchen wir Sand und Energie. Das sollte ja jetzt zu machen sein, das ist ja kein Ding. Und für die Neonraffinerie benötigen wir wieder die Reagenzien. Und die machen Neongas. Und die Reagenzien wiederum, die kriegen wir in der Ölraffinerie. Warte mal, da war doch nicht noch irgendwo Ding Abfall dabei. Ach nee, der Abfall war ja beim Ding. Der Abfall war ja beim wie hieß er? Da, beim Kohlevergaser. Ja, wenn sie mir halt nicht auf Twitch zugucken, dann schreiben sie mir übers Handy. Egal. Okay, also beim Kohlevergaser war das noch mit dem Abfall. Das heißt, ich muss den Abfall hier nicht irgendwo hinbringen. Heißt aber, ich brauche auf jeden Fall Ölpumpen. Und ich brauche ein Ölkraftwerk, weil die Stadt braucht auch Energie für die Stufe 2. Und ich nehme mal schwer an, dass wir... Wasserpumpen auf jeden Fall, Erdwärmekraftwerk. Ja, aber Erdwärmekraftwerk kostet halt am Anfang recht viel. Allerdings brauche ich dafür auch keine Arbeiter. Vielleicht nachher als weitere Führung oder so. Also als allererstes brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Wahrscheinlich habe ich das gerade falsch rum hingebaut. Okay, wenn ich hoch genug bin. Wenn ich hoch genug bin, ist es gerade egal. So. So, das ist natürlich am Anfang schon immer wieder recht blöd, aber... So. Dann brauchen wir auf jeden Fall Quarzsand und Energie. Und das heißt, für Energie brauchen wir als erstes Ölpumpen. Muss auf entsprechendem... Ja, da ist doch ein Ding. Wahrscheinlich ist hier wieder zu unreden. Also zack, zack. So. Mein Öl können wir nachher noch mehr abbauen, das ist nicht das Problem. Jetzt ist nur die Überlegung, wo mache ich das Ölkraftwerk hin?
Ich glaube, am allergeschicktesten wäre es erstmal hier. Industrie. So ungefähr, ne? So, und dann müssen wir quasi von dem hier jetzt wäre natürlich nicht schlecht, Energie kann ich doch bestimmt auch exportieren für 64 am Anfang. So, dann fangen wir nämlich erst einmal wieder an. Und zwar eine Billo-Lokomotive und vier Wasser. Den Zug kopieren wir gleich nochmal. Und den Zug kopieren wir gleich nochmal. Und wahrscheinlich müssen wir mal gucken, dass uns dann irgendwann die Wasserpumpen, entweder müssen wir dann nochmal zwei zusätzlich bauen. Müssen wir nochmal zwei Wasserpumpen zusätzlich bauen, weil das wird auf Dauer die Wasserproduktion hier ganz schön reinziehen. So, jetzt brauchen wir erst einmal Wasser. So, 32. Jetzt schauen wir mal, wie es hier abläuft. Können wir notfalls noch eine vierte Lok hier reintun? So, auf jeden Fall die ersten paar Arbeiter haben wir schon mal. So, dann machen wir dasselbe mit Öl ans Ölkraftwerk. Ne, einfach einen Quarz nimmt der nicht, der nimmt nur Salz zur Not. Also könnte ich statt Wasser brauche ich ja nicht, doch Wasser der da auch nehme rein theoretisch als Exportgut. Aber dann kann ich natürlich meine Stadt nicht ausbauen. Zwei Energie haben wir schon. So, und dann können wir die Energie erst einmal exportieren. Energie bringt immerhin 64, gell? Ja, also schon mal gar nicht so schlecht. So, und dann müssen wir mal gucken, Glas. Am besten würde ich sagen, bauen wir die Glasschmelze eigentlich hier oben hin und exportieren dann erst einmal Glas, bis wir... Okay, jetzt pass auf, Glasschmelze. Und die braucht auch Energie. Dann könnte ich quasi die Energie zur Glasschmelze bringen und dann erstmal das Glas exportieren. Und die Ölraffinerie könnte man dann erst einmal nutzen, um auch die Reagenzien zu erzeugen. Also zunächst einmal brauche ich Quarz. Oder ich müsste die Dampfquellen hier oben nutzen für Erdwärme und ziehe daraus meine Energie.
auf. Und zwar, wir machen das wie folgt. Machen wir es doch gleich so. So, dann können wir nämlich schon mal Energie in die Stadt bringen. Dann haben wir nämlich den zweiten Ding auch schon erledigt. So, dann haben wir nämlich schon mal, wenn wir dann mit Energie, sollte ich fast besser, ich glaube, wenn ich die Glasding hier rüber mache, dann habe ich es mit der Energie nachher leichter, weil die Energielinie steht ja schon. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, pass auf. Wir müssen ja das, die Energie machen wir momentan übers Ölkraftwerk und da habe ich ja noch Luft nach oben. Also weil, zack, jetzt ist... Ring, Stadt aufgestiegen. Das war mir irgendwie gerade klar, dass das jetzt wieder kommt. So, das heißt, als nächstes gehen wir hin und bauen eine Glasschmelze, für die wir noch gar kein Geld haben. Ich soll 128 Neonschilder exportieren. So, jetzt fehlt es nämlich hier wieder an. Jetzt exportieren wir natürlich die Energie, aber momentan habe ich ja genügend Arbeiter, also müsste ich jetzt eigentlich erst einmal brauchen wir erstmal eine Glasschmelze. Die Glasschmelze würde ich gerne hier irgendwie hinmachen. Oder hier. Hier vielleicht. Können wir doch nämlich bestimmt nicht genug Geld, natürlich nicht. So, wir brauchen hier Quarzsand und Energie. Dann können wir doch hier oben einfach einen Bahnhof hinmachen, wo Energie hinkommt. Und sobald wir es noch mal ein klein bisschen Geld haben, können wir hier einen Zug hinbringen, der Quarzsand hierher bringt. So, und mit zwei Quarzsand und einem Energie kriegen wir dann ein Glas. Fordert ein bestehendes Gleis in der Nähe. Hier ist doch eins. Ah, der knüpft wieder nicht richtig an. So, und Glas kann ich auch für 64 verticken. Was also heißt, jetzt müssten wir im Prinzip hingehen, hier eine Lok mit vier Glas fahren lassen. So, und dann verticken wir das Glas als erstes. So, und währenddessen holen wir uns jetzt im nächsten Schritt die Ölraffinerie. Und die Ölraffinerie würde ich hier hinten hinpflanzen.
Dann können wir doch in einem Dreieck dann die Reagenzien. Achso, nee, halt mal. Die Reagenzien müssen dann erst nochmal in die Neonfabrik. Die brauchen wir dann auch noch. Das heißt, sobald wir jetzt gleich nochmal 2000 zusammen haben. Energie kriegen wir hier momentan genug. Wir könnten hier gleich nochmal upgraden, aber zuerst machen wir die Ölraffinerie, braucht Reagenzien. Kann ich die Reagenzien auch exportieren? Nee, Reagenzien nimmt er nicht. Er nimmt nur fertiges Neongas. Das heißt, ich müsste zwei Produktionsschnitte hintereinander bauen. Die Ölraffinerie. Direkt hierhin. Und die Ölraffinerie und dann die Neonraffinerie quasi hierhin ungefähr. Ich bin mir da unschlüssig, wie ich es da am besten mache. Und die kostet gleich 4000. Da muss ich erst noch ein bisschen warten. Und dessen können wir dann eher mal hingehen. Jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unüberlegt. Aber dann werden wir nachher noch die Ölpumpen upgraden. Dann brauchen wir hier Ölraffinerie und von der Ölraffinerie muss ich es dann im Prinzip direkt an die Neonraffinerie bringen. Und von der Neonraffinerie könnte ich es dann erst einmal exportieren als Neon. Aber das Neongas bringt mir auch nur 64. Und wenn ich dann Neongas und Glas habe, dann kann ich Neonschilder produzieren. Das heißt, dann müsste man alles hier runterbringen und dann die erste Linie hier hoch. Bei Glas wird ja schon produziert. Glas. Möbel, Waren oder Glas. Dann könnte ich noch Glas, wenn ich... Ja, okay, dann müsste ich halt... Ja, jetzt laufen wir langsam vom Glas raus. Aber das ist ja kein Ding. Dann können wir ja einfach noch einen zweiten Quarzsandsteinbruch. Der ist ja noch relativ günstig mit 1000. So, und jetzt kommt nämlich auch langsam das, was ich gemeint habe. Jetzt laufen nämlich nach und nach die Wasserpumpen leer. Wenn wir mehr Wasser bräuchten, müssten wir es entweder von da hinten herbringen oder wir müssen halt upgraden. Aber für den Moment ist zwei neue bauen leichter.